Wichtig ist bei den Zwiebeln, dass man sie auf jeden Fall richtig lagert. Wir tun unser Bestes, dass die Qualität einfach stimmt, bis der Kunde sie auch erhält und dann pflanzt. Und oft, wenn man sich halt woanders so billige Zwiebeln kauft, dann hängen die ganz lang im Regal beim verkehrten Klima und dann wachsen die halt einfach nicht so gut an. Also wir haben auch extra vorne einen Kühlwagen, wo wir dann bestimmte Sachen wie Schneeglöckchen oder Märzenbecher kühler lagern können, weil die halt einfach mit diesen hohen Temperaturen dann gar nicht klarkommen. Die brauchen relativ kühle Temperaturen und dann können wir gute Qualität liefern. Ja, wir schauen schon, dass sie nicht schimmelt sind, dass einfach eine gute Qualität ist. Dass man sich sagt, dass der Kunde nachher zufrieden ist. Und das stimmt vor allem, was man nicht dann 5 oder 10 oder 25. Also die sieht ja von der Optik her gut aus und hat eine schöne Schale da rum und ist fest, wenn man sie anlangt. Nicht weich, nicht matschig, nichts. Wichtig ist auch, dass man von Haus aus große Zwiebeln zum Beispiel bekommt. Wenn man so kleine Qualitäten kriegt, dann sind die oft gar nicht blühfähig im ersten Jahr. Und das ist ja schade, wenn man Zwiebeln versenkt. Also ich denke halt immer, das muss auch eine gewisse Vertrauensbasis da sein, weil wenn man einfach da so ein paar hundert Zwiebeln verbuddelt, da sieht man ja gar nichts. Und da muss der Kunde sich ja auch darauf verlassen können, dass da im nächsten Jahr was kommt, wenn er die richtig pflanzt. Und das ist bei uns halt einfach der Fall, dass die wirklich gute Qualität kriegen, die vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür im nächsten Jahr dann auch blüht. Naja, also die ist fest, die hat keinen Schimmel oder ähnliches und die hat eine gute große Qualität. Also es gibt einfach auch welche, die wesentlich kleinere liefern, aber das ist einfach eine gute Qualität, schöne kräftige Zwiebel. Also das sind Hasenglöckchen, die finde ich deshalb eigentlich ganz witzig, weil die Zwiebel so ein bisschen gummiartig ist. Bei denen muss man bei der Lagerung immer ein bisschen aufpassen, die schimmeln ganz gern, aber wenn man die luftig lagert, dann funktioniert es ganz gut und sind wunderschön und kann man gut im Garten pflanzen. Anemone blanda, Frühlingsanemonen, das ist jetzt die weiße Sorte White Splendor und die haben halt einfach so ganz knorrige Wurzelteile. Das sind keine richtigen Zwiebeln, das sind einfach Knollen. Bei denen ist beim Pflanzen relativ wurscht, wie rum die reinkommen. Da sieht man kein richtiges oben und unten. Und die sind wunderschön auch zum Verwildern. Aber ich finde es halt deshalb spannend, weil das wirklich so holzige Teile sind. Und man kann es fast gar nicht glauben, dass da dann wirklich eine Pflanze rauskommt. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Zum Beispiel das hier ist eine ganz besondere. Das ist die Negrita. Der Name sagt schon, die blüht ganz dunkel. Ist eine normale, also Triumphtulpe, die hat diese typischen Tulpenblüten, aber blüht halt in einer ganz dunklen Farbe. Und es gibt eine riesige Vielfalt bei Tulpen. Also es gibt zum Beispiel auch Lilienblütige, die so ganz elegant sind mit so schmalen Blütenblättern. Oder es gibt gefüllte Papageientulpen, es gibt welche, so Rembrandt-Tulpen, die sind dann so geflammt, haben so Streifen drin. Das sieht man jetzt der Zwiebel nicht unbedingt an, aber was nachher rauskommt, das ist echt toll. Bei dem Zierlauch, da gibt es unglaublich viele verschiedene Arten und Sorten. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass es da so unterschiedliche Größen schon allein bei der Zwiebel gibt. Also wenn man sich zum Beispiel den Mount Everest hier anguckt, der wird relativ groß und hat eben auch schon riesige Zwiebeln. Und dann gibt es im Gegensatz dazu so diese ganz kleinen Zwiebelchen von Allium ceruleum oder Allium molli. Die sind dann alle so ganz klein und zierlich. Ich finde das total spannend, dass es da so riesige Unterschiede gibt. Das sind Steppenkerzen, also die Rhizome von Steppenkerzen. Die sind total imposante Gestalten. Die waren nämlich nachher so 1,5 bis 2,5 Meter hoch und machen so ganz lange Blütenkerzen. Total beeindruckend, aber ich finde schon die Kraken ganz toll, weil die wirklich ungewöhnlich sind und das trifft man nicht so oft an. Auf jeden Fall sollte man, wenn man Zwiebeln verwildern möchte, großzügig sein, wenn man dann einfach schneller tolle Narzissenwiesen oder ähnliches hinkriegt und nicht kleinlich sein, sondern wirklich in die Vollen gehen.
Bei uns ist es so, dass es wirklich, wenn man eine gelbe Tulpe bestellt, auch eine gelbe Tulpe bekommt. Und wenn man die White Firm Fader bestellt, dann ist es ganz sicher eine weiße, lilienblütige Tulpe und nicht irgendwas. Wir haben nicht nur einen Standard, also wir haben wirklich viele verschiedene Zwiebeln im Angebot. Jetzt zum Beispiel haben wir bei den Schneeglöckchen das Galanthus alvesi aufgenommen dieses Jahr. Das ist ein großes Schneeglöckchen. Und was wirklich uns auch sehr, sehr wichtig ist, wir haben keine aus Wildbestände, keine Zwiebeln, sondern die kommen alle aus gärtnerischer Kultur. Nicht jeder Lieferant bietet das an, obwohl es nicht erlaubt ist. Aber das ist wirklich ganz wichtig für uns, dass die aus gärtnerischer Kultur stammen und nicht irgendwo im Wildbestand geräubert waren. Also wir haben unsere ganzen Zwiebeln, alle Sorten, alles was so drumherum ist, haben wir in unserem E-Shop sehr gut beschrieben. Da gibt es viele Infos dazu. Einfach wie man sie pflanzt, wie man sie verwendet, wie groß sie waren, was die für Ansprüche haben. Das Ganze haben wir vor 2 Jahren auch in einem Katalog zusammengefasst und das ist jetzt eigentlich, naja, katalogisch fast untertrieben. Das ist eher so ein kleines Buchwurm, wo man ganz viel nachlesen kann, nachschlagen kann. Da sind natürlich hauptsächlich die Sorten drin, die man bei uns bekommt, aber es sind auch einfach viele Infos um die Zwiebel drumherum mit dabei. Da kriegt man auf jeden Fall die Infos, die man braucht und da kann man viel rausziehen und nachlesen. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann darf man auch gern bei uns anrufen und nochmal nachfragen. Wir beraten da gern dazu. Oder wenn man vor Ort in der Gärtnerei ist, meine Kolleginnen, die sind da fit, die können das auf jeden Fall auch gute Tipps dazu geben.